Hallo zusammen, in diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich die prozentuale Veränderung und der Prozentfaktor. Dazu schauen wir uns ein Beispiel an, das ich einmal schon hier hingeschrieben habe. Ein Tisch hat 70 Euro gekostet, der Preis ist innerhalb der letzten Woche um 8% gestiegen. Die Frage, die sich aus dieser Aufgabe ergibt, ist natürlich, wie teuer ist der Tisch jetzt nach der Preissteigerung um 8%? Es gibt zwei Varianten, diese Aufgaben zu berechnen. Einmal mit Hilfe der prozentualen Veränderung und einmal mit Hilfe des Prozentfaktors. Fangen wir mit der ersten Methode an, die prozentuale Veränderung. Bei der prozentualen Veränderung nehme ich den Anfangswert, in dem Fall die 70 Euro, und addiere dann das Produkt aus der Prozentzahl und dem Anfangswert. Das heißt 8% mal 70 Euro. Dieses Produkt, was hier in Klammern steht, ist die sogenannte prozentuale Veränderung. Das Ganze kann ich natürlich ausrechnen. Das sind 70 Euro plus. Und hier, wenn wir mit Prozenten rechnen, wissen wir, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 8% können wir so in den Taschenrechner eingeben. Wenn wir keine Prozenttaste am Taschenrechner haben, müssen wir diese Prozentangabe in eine Dezimalzahl umwandeln, damit wir damit weiterrechnen können. Und 8% sind als Dezimalzahl geschrieben 0,08. Also 0,08 mal 70 Euro. Das Ganze sind 5,60 Euro. Und als Ergebnis einfach die Werte zusammen addieren, erhalten wir 75,60 Euro. So teuer ist der Tisch jetzt. Ganz wichtig, die prozentuale Veränderung, namensgebend für die Methode, ist das, was hier in Klammern steht. Theoretisch könnte der Tisch natürlich auch im Preis gefallen sein, dann steht an dieser Stelle ein Minus. Der Name prozentuale Veränderung bleibt aber gleich, denn in welche Richtung sich das verändert, ist ja egal. Zweite Methode ist der Prozentfaktor. Auch beim Prozentfaktor brauche ich zunächst den Anfangswert, also die 70 Euro. Jetzt multipliziere ich hinzu 100% plus der Prozentzahl auf der Aufgabe, also plus 8%. Das heißt, wir rechnen 70 Euro mal, das können wir jetzt im Kopf schon zusammenrechnen, 108%. Um mit Prozenten zu rechnen, genau wie oben, müssen wir diese erst in Dezimalzahlen umwandeln. Das heißt, wir haben 70 Euro mal 1,08. Und auch das ergibt den Wert von da oben, nämlich 75,60 Euro. Der Prozentfaktor ist auch in diesem Fall wieder das, was hier in der Klammer steht. Die 100%, die stehen fest in jeder Aufgabe, plus dem entsprechenden Prozentsatz, der in der Aufgabe gegeben ist. Auch hier könnte es natürlich theoretisch wieder ein Minus sein, wenn es sich um eine Abnahme handelt. Um die Sachen gut voneinander unterscheiden zu können, sollte man vor allen Dingen auf das Zeichen achten, was nach dem Anfangswert steht. Bei der prozentualen Veränderung addieren oder subtrahieren wir und beim Prozentfaktor multiplizieren wir jedes Mal.